Hosiana, ha, ha, Halleluja. Hier stehe ich, denn Gott liebt mich sehr. Ho, ho, Hosiana, ha, ha, Halleluja. Hier stehe ich, denn Gott liebt mich sehr. Das ist lustig, was? Komm, wir singen das nochmal alle zusammen. Und dann werden wir immer schneller und gehen immer höher. Okay? Achtung, es geht los. Ho, ho, Hosiana, ha, ha, Halleluja. Hier stehe ich, denn Gott liebt mich sehr. Ho, ho, Hosiana, ha, ha, Halleluja. Hier stehe ich, denn Gott liebt mich sehr. Jetzt geht's ab. Ho, ho, Hosiana, ha, ha, Halleluja. Hier stehe ich, denn Gott liebt mich sehr. Und schneller. Ho, ho, Hosiana, ha, ha, Halleluja. Hier stehe ich, denn Gott liebt mich sehr. Und höher. Ho, ho, Hosiana, ha, ha, Halleluja. Hier stehe ich, denn Gott liebt mich sehr. Eins geht noch. Ho, ho, Hosiana, ha, Halleluja. Hier stehe ich, denn Gott liebt mich sehr. Ich bin total aus Atem. Wir nennen diesen Song schon unseren Schlager der Gemeinde. We have this is our church hit. We call it already. Wir lieben diesen Song, weil er so fröhlich ist. Because it's a happy song. Und wir können unsere Freude dem Herrn darbringen. And we can bring our joy to the Lord. Denn wir als Christen bekommen unsere Freude nicht von dieser Welt. Because we as Christians we don't get our joy out of this world. Sondern vom Herrn persönlich. We get it from the Lord personally. Thank you.
Hosiana, ha, ha, Halleluja. Hip, 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 hier steh ich, denn man liebt mich sehr. Ho, ho, Hosiana, ha, ha, Halleluja. Hip, 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 hier steh ich, denn man liebt mich sehr. Das ist lustig, was? Komm, wir singen jetzt nochmal alle zusammen. Dann werden wir immer schneller und gehen immer höher. Okay? Achtung, es geht los! Ho, ho, Hosiana, ha, ha, Halleluja! Hip, 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 hier steh ich, denn man liebt mich sehr! Ho, ho, Hosiana, ha, ha, Halleluja! Hip, 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 hier steh ich, denn man liebt mich sehr! Jetzt geht's ab! Oh, oh, Hosiana, ha, ha, Halleluja. Hip, 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 hier steh ich, denn Gott liebt mich sehr. Oh, oh, Hosiana, ha, ha, Halleluja. Hip, 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 hier steh ich, denn Gott liebt mich sehr. Jetzt geht noch. Oh, oh, Hosiana, ha, ha, Halleluja. Hip, 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 hier steh ich, denn Gott liebt mich sehr. Okay, während Sie sich noch abstellen, die während die Spatzen noch von der Bühne gehen, while the sparrows are moving down from stage. The Christmas celebration, which Christiane talked about, findet um 15 Uhr statt. Will start at 3 p.m. Weit und breit. Gott wurde Mensch, kam auf die Erde, dass Versöhnung und Frieden werde. Bye.
Ihr lieben Eisbären, das habt ihr ganz toll gemacht. Und ich war bei den Proben dabei. Und das so synchron hinzukriegen, ist nicht so einfach. Und vor so vielen Leuten mit 5 und 6 etwas zu sagen, ist auch nicht so einfach. Thank you very much to the Polar Bear Group. I have been in the rehearsals and yeah, it's really a big effort to say it all at the same time with so many kids together and in front of so many people and doing that in the age of 5 and 6 years old. Yeah, it's really great. Thank you very much. Ich in eurem Alter habe mich ganz schön geschämt, wenn ich vorne was sagen musste. And when I was your age, I was really scared when I was standing in front. Ich habe das gemacht. I did. Aber ich war so aufgeregt. But I was so excited. Und so schüchtern als Kind. And so shy as a child. Ich fand das ganz mutig und ganz toll. And you were very courageous standing there on stage like that. Jetzt kommen die Delfine dran. And now we have the dolphin group. Und die haben wirklich einen ganz tollen Tanz vorbereitet. And they have prepared a really great dance for us. Es ist so toll, dass wir für unseren Herrn nicht nur singen können. It is so great that we can not only sing for our Lord, sondern dass wir für unseren Herrn tanzen auch but können. We can also dance for him. Und in der Bibel steht auch, dass wir für ihn tanzen können. And it is also written in the Bible that we can dance for God. Und ich freue mich besonders auf euch. Ich habe auch bei den Proben zugeschaut. And I'm really looking forward to see what you have prepared. I've also been joining the rehearsals. Und es ist eine Arbeit, so etwas einzustudieren. And it really is a great work and a great effort to put up such a performance. Und unsere Kinder wissen, dass sie das für ihren Herrn tun. And our kids, they know that they do it for our Lord. Und das ist so besonders daran. And that is what makes it so special. Sie präsentieren sich nicht nur euch. They don't just present themselves to you. Sondern ihre Liebe zu unserem Herrn Jesus. But they also express their love to our Lord Jesus. Hallo, wir tanzen euch vor. In diesem Lied geht es um Fröhlichkeit. Und wir wollen Gott danken, dass er uns alles gibt, was wir brauchen und benötigen. Viel Spaß! Danke! Wir wollen Jesus feiern, weil er gut ist und weil niemand so gut ist wie er. Deswegen lasst uns alles geben für ihn. Jesus, wir lieben dich. Und danke, dass niemand so ist wie du. Come from near my God. Come from near my God. Come from near.
Normalerweise haben das Eunice und Sally gemacht. Normally Eunice and Sally did. Aber die waren noch nicht bereit und dann habe ich sie einfach gefragt, könnt ihr mir das zeigen? But they weren't ready yet, so I asked them, can you show it to me? Und sie waren so voller Freude dabei. And they were so full of joy doing it. Haben sich gegenseitig in Liebe ermutigt und korrigiert. Encouraged themselves and corrected themselves really in love. Ohne Streit. Without strife. Und das war so toll. And it was so nice to see. Und danach konnten wir noch über Jesus sprechen. And after that we could talk about Jesus. Und über unsere Liebe zu ihm. And our love towards him. Und vor allem seine Liebe zu uns. And especially his love towards us. Wir hatten eine wundervolle Zeit zusammen. We really had a great time together. So, jetzt bitte ich die Löwengruppe. And now we ask the Lions group to come on stage. Wir sind die Löwengruppe und wir führen euch ein Lied aus Ghana vor. I'm coming in gentle night, yeah. Baby, say, no, I'm a little lost.
They grow up in the Word of God. Und was Kostbares können wir nicht. And there's nothing more precious that we can give them. Mama, ich glaube, Gottes Lieblingsfarbe ist Gold. And she said, Mama, you know, I guess the favorite color of God is gold. Denn im Himmel ist es ja Gold. Because it's written in the heaven, everything is gold. Ja, die Bibel beschreibt uns, es gibt Straßen aus Gold. And yeah, the Bible talks about it. It talks about the streets of gold. Und wir werden dazu alle zusammen feiern eines Tages. And we will on this street celebrate together one day, all together. Und deswegen liebe ich es, dass wir hier so viele verschiedene Nationen sind. And that's why I love to have so many different nations here in the church. Denn im Himmel wird es auch so sein. Because it will be like this in heaven. Es gab ein bisschen Gegenwind. Yeah, we had a little bit of force against it, resistance. Denn es ist nicht einfach, eine fremde Sprache zu singen. Because it's not easy to sing in a different language. Aber ich wollte es so gerne. But I really wanted it. Und die Kinder waren fleißig, es zu lernen. And, the kids were really diligently working on it. Und die Mitarbeiter waren jeden Sonntag hinten. And the co-workers, all the workers of the kids, children's ministry were rehearsing with the kids in the back every Sunday. Und es hat so toll funktioniert. And it worked so great.
Und unsere Jackie hat mit ihm die Schritte einstudiert. And our Jackie, she practiced all the steps that you saw. Also haben wir noch einen draufgelegt, nicht nur die fremde Sprache zu lernen, sondern auch noch dazu zu tanzen. So we didn't only have the foreign language that the kids have to speak, we also had the dance, the movements that we had. Und die Bibel sagt uns, alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. And the Bible tells us that all things are possible to him who believes. And yeah, that's what we just saw. Ja, und es war wundervoll. And it was really wonderful. Heute haben wir uns Unterstützung von zwei jungen Damen geholt. And today we have support from two young ladies. Während hier ein paar Umbauten gleich stattfinden, while we have some work on the stage here, konzentriert ihr euch bitte da. You can put your focus right there. Darf ich euch schon mal nach vorne bitten? And please come to the front. On the sparrow and
Jetzt kommen die Adler. Now the Eagles group is coming. Unsere größte Gruppe. Our biggest group, our oldest group. Die spielen uns ein Stück vor. And they will, they have rehearsed to play for us. Ja, genießt es. And enjoy it. Für die gesamte Ewigkeit nicht, als ich damals zum Thron Gottes vorgerufen wurde. Der ganze Himmel schien die Luft anzuhalten und für einen Moment zählte Zeit nicht mehr. Auch als Engel, der regelmäßig im großen Thronsaal für die Aufgaben des Königs bereitstand, konnte ich mich nie an dieses unglaubliche Licht Gottes gewöhnen. Und seine Augen, unvergleichlich an Macht, und doch die reine Liebe. Nur mit Mühe kann ich jedes Mal hineinblicken. Kein Wunder, dass kein Mensch auf Erden ihn je so gesehen hat. Es wäre nicht zu ertragen. Er würde es nicht überstehen. Ich trat also vor, verneigte mich und versuchte, wenigstens kurz in seine Augen zu blicken. Diese Augen. Heute waren sie milder, als ich sie je gesehen hatte. Eine Wärme überströmte mich und ich dachte, ich müsste zerspringen. Ich sank auf die Knie und da erklang über mir die göttliche Stimme, sanfter und leiser als sonst. Es ist soweit. Gehe auf die Erde, Gabriel, und sage Maria, ich werde mein Kind in sie hineinlegen. Sie soll ihn Jesus, Gott ist Retter, nennen, denn er ist der Sohn des Höchsten und er soll die Menschen erretten von ihren falschen Wegen. Wohl denen, die auf ihn hören, denn er wird den Erdkreis richten und seines Königreichs wird kein Ende sein. Die Stimme verstummte und ich wusste,
Ich musste jetzt aufsehen und antworten. Oh, diese Augen! Es schimmerten Tränen darin von Liebe und der unglaublichen Reichweite dieser Worte. Hier trafen sich Himmel und Erde. Hier war der Dreh- und Angelpunkt des Universums. Der Sohn Gottes, der die Menschen retten sollte von ihren falschen Wegen. Oh, dass sie auf ihn hören wollten. Und ich sollte dies auf Erden kundtun. Ich sollte der aus allen Frauen auserwählten Jungfrau mitteilen. Ich weiß nicht und werde nie verstehen, wie ich es schaffte zu antworten. Ich sagte: Jawohl, Herr König, erhob mich und verneigte mich nochmals. Dann drehte ich mich um und verließ den Saal. Die Augen des ganzen Himmels folgten mir. Auf diesen Moment hatten wir seit Anbeginn der Zeiten gewartet. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten Jungfrau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Da erschien ihr der Engel Gabriel. Seid gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Maria erwartete also bald ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil es sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Einige Monate später. Das kleine Städtchen Nazareth liegt verschlafen da. Wie jeden Tag gehen Frauen mit ihren großen Körben zum Einkaufen, Kinder spielen auf den Straßen, die Männer sind arbeiten. Plötzlich ertönt ein Posaunensignal. Die Menschen horchen auf. Tatsächlich, wieder ist ein Posaunenton zu hören. Der Kurier des Kaisers ist gekommen. Von überall her eilen die Bewohner Nazareths zum Marktplatz. Dort steht der kaiserliche Kurier schon bereit
um seine Botschaft zu verlesen. Einwohner von Nazareth, hört, was der Kaiser Augustus befiehlt. Alle Untertanen meines großen Reiches sollen gezählt werden. Deshalb muss jeder Mann mit seiner Familie in seine Heimatstadt gehen und sich dort in eine Volkszählungsliste eintragen lassen. Dies ist ein Befehl des großen Kaisers Augustus. So machen sich Maria und Josef auf den weiten, beschwerlichen Weg. Viele Leute sind unterwegs, denn alle müssen sich in Listen eintragen lassen. Die anderen Wanderer kommen allerdings schneller voran, denn Maria muss häufig eine Rast machen. Deshalb ist schon viel Zeit vergangen, bis die beiden endlich in Bethlehem ankommen. Sieh, Maria, nun sind wir endlich da. Freut sich Josef. Jetzt kannst du dich gleich in einem warmen Bett ausruhen. Ich werde in dieser Herberge mal nach einem Zimmer fragen. Josef klopft an die Tür der Herberge. Verärgert öffnet der Wirt die Tür. Wissen Sie nicht, wie spät es ist? Knurrt er Josef an. Doch entschuldigen Sie bitte, dass wir noch stören. Antwortet Josef. Aber wir suchen nach ein Zimmer für die Nacht. Sehen Sie, meine Frau ist schwanger. Heute Nacht wird wohl ihr Kind geboren. Ich habe kein einziges Zimmer mehr. Ist die unwirsche Antwort. Wir sind schon lange ausgebucht. So ziehen Josef und Maria weiter von einer Herberge zur anderen. Überall klopfen sie und fragen nach einem Zimmer. Doch immer wieder bekommen sie die gleiche Antwort. Nichts mehr frei. Ein Wirt hat dann doch Mitleid mit dem Paar. Ich habe dort hinten einen Stall. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch darin ein Nachtlager herrichten. Nun, es ist nicht besonders gemütlich, aber wenigstens warm. Ja, und dort, in einem Stall, ist es geschehen. Gottes Sohn wurde geboren. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld gingen. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Am folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkammer. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, komm, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Thank you.
Weise Männer aus dem Morgenland hatten einen besonders hellen Stern gesehen. Diesen folgten sie bis nach Jerusalem, zum Palast von König Herodes. Wo ist der König der Juden, der hier geboren wurde? Fragten sie. Sie haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um die Rede zu reisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden soll. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch, genau nach dem Kind, sagte er. Und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gekostet? Das war wunderbar. Benedikter konnte nicht schlafen. Ihr habt das wirklich toll gemacht, weil wenn es drauf ankommt. Ich finde es ja auch immer ganz toll, wenn mal was schief geht. Yeah, I like it because depending when something goes a little bit off. Wir haben was zu lachen. We have something to laugh. Und es ist kein böses Lachen, sondern wir freuen uns. And it's not sad or because we are happy that something bad happens. It's just because it's fun. Ich würde gerne alle Kinder, alle Mitarbeiter nach vorne bitten. And I'd like to ask all the kids and all the co-workers, the children in the street to come in front. Bitte zügig. Please come quickly. Stellt euch hier vorne unten, unten Kinder, unten. From time to time, I meet with other leaders of children ministries and other churches. Genau.
Und daran erkenne ich immer wieder, was für ein Segen wir hier haben. In that I can see what a blessing we have here in this church. Wir haben viele Kinder. We have so many kids. Und wir haben so viele Mitarbeiter. And we have so many co-workers. Ich musste mich schämen. I really was ashamed. Dass wir manchmal jammern, dass wir zu wenig Mitarbeiter sind. That we sometimes have to say that we have too less co-workers. Denn andere Gemeinden haben einen viel größeren Mangel als wir. Because in other churches the lack is a lot bigger than ours. Und ich preise den Herrn. And I really praise the Lord. Für eure Arbeit, for your work, für eure Unterstützung, for your support. Es ist eine Ehre, mit euch zu arbeiten. And it really is an honor to work with you. Es macht so viel Spaß. It's so much fun. Ich habe so viel Spaß mit den Kindern. I really have so much fun with the kids. Egal in welcher Gruppe ich bin. No matter in what group I go to. Und ich habe das Privileg, ja, Leiterin zu sein. And it's my privilege to be a leader of this group. Und dadurch kann ich in jeder Gruppe mal sein. So I can be in every group from time to time. Und es ist erstaunlich, was die Kinder alles schon über unseren Herrn wissen. And it really astonishes me what all the kids know about the Lord. Und ich möchte euch Eltern ermutigen, and I want to encourage you as parents, nicht faul zu werden, die Bibel mit ihnen zu lesen. Don't get lazy to read the Bible with them. Das Wort Gottes ist so kostbar für uns. The Word of God is so precious for us. Und sie werden sich später daran erinnern. And they will remember it later. Der Heilige Geist wird dafür sorgen. The Holy Spirit will take care of it. Und wir beten für eure Kinder. And we pray for your kids. Wir kümmern uns um sie. We care for your kids. Und wir lieben sie sehr. And we love your kids a lot. Und Pastor Corinne, ich möchte dich nach vorne bitten. And Pastor Corinne, I'd like to ask you in front. Liebst du das, Pastor Corinne? Pastor Corinne, wir lieben dich. Pastor Corinne, we love you. Meine Kinder lieben dich, das weißt du schon. You know that. Besonders Wilhelmine. Especially Wilhelmine. Trainiert eure Kinder im Beten. Train your kids in praying. Besonders für unsere Gemeinde. Especially praying for our church. Damit ihnen die Gemeinde genauso wichtig wird wie uns. So that the church becomes as valuable for them as it is for us. Setzt eure Prioritäten richtig. Put your priorities in the right place. Damit die Kinder früh erkennen, dass die Priorität hier ist. So your kids will know from a very early age where the right priority is, and it's here. Denn nur gemeinsam können wir sein Reich bauen. Because only together in unity we can build his kingdom. Und jedes unserer Kinder soll das Wort verkündigen. And everyone, every single child that you see here in front shall proclaim the gospel. Und keins wird verloren gehen. And none of them will get lost. Wir wollen, dass sie die Gemeinde weiterführen. We want them to carry on with the church. Und ich möchte dir danken. And I want to say thank you to you. Ich liebe dich so sehr. I love you so much. Das ist unsere Mama. This is our mother. Das ist unsere Pastorin. Our pastor. Unsere Hirte. Our shepherd. Ich weiß, wie viel sie mit uns leidet. And I know how much she suffers with us. Wie viel sie für uns alle betet. How much she does pray for us. Wir alle würden heute nicht hier sein ohne sie. And without her, we all would not be here today. Ohne deine Treue, ohne deine Liebe. Without your faithfulness and without your love. Ohne deine Liebe zum Herrn. And without your love to the Lord. Du bist deiner Berufung gefolgt. You really followed your call. Hast nie aufgegeben. And you never gave up. Und wirst nie aufgeben. And you will never give up. Und wir wollen dir eine Stütze sein. And we want to support you. Ich möchte euch ermutigen, keine Last für unsere Pastoren zu sein. And I want to encourage you to not be a burden to our pastor. Ihre Salbung zu wahren. But to support her in keeping her blessing. Nicht mit jedem Pups zu ihr zu gehen. Not go with every single little bit to her. Sondern sie zu ermutigen. But to encourage her. Ihr Danke zu sagen. Saying thank you to her. Ja, und ihre Salbung zu wahren. Yeah, and to keep her the blessing that's on her. Denn das ist das, was diese Gemeinde aufrecht hält. Because her anointing is what keeps this church alive. Danke, Pastor. Thank you, Pastor. Wir haben noch ein kleines Opfer für unsere Pastoren. We have a little offering for our pastor. Von unseren Kindern. From the kids. Von ihrem Opfer. From their offerings. Ich hoffe, ihr gebt auch euren Zehnten. And I hope that you all give your tenth.
Lehrt auch das euren Kindern, dann haben sie es später nicht schwer. And teach that to your kids, because then they will have it easy later on. Jedes göttliche Prinzip, was uns der Herr in seinem Wort gegeben hat, every godly principle that the Lord gave us in His Word, könnt ihr euren Kindern schon mitgeben. You can teach it to your kids and give it to them because it will support them in their life. Und für sie wird es normal sein. And it will be, yeah, normal for them. Es wird eine Freude sein. It will be a joy for them. Und keine Last für sie. And no burden. Danke. Thank you very much. Thank you so much, Anna. Vielen, vielen Dank, Anna. For your love. Danke an dich für deine Liebe. Your good leading. Für deine gute Leitung und deine Geduld. Standing always with me. Dass du immer mit mir stehst. Never, always were one. In the work of God. Wir sind immer eins im Wort, im Werk Gottes. And in the world anyway. Und im Wort sowieso. And this, I thank you. Und ich danke dir. I thank you so much. Ich danke dir so sehr. When I see those faces, und weißt du, wenn ich in diese ganzen Gesichter hier vorne schaue, some of you are years serving in the church. Viele von euch dienen seit Jahren in dieser Gemeinde. Never give up. Gebt niemals auf. Doesn't matter how. Egal wie. Stand on your job and on your place. Steht in eurem Dienst und an eurem Ort. And you listen what your leader is saying. Und hört dem zu, was eure Leiterin euch sagt. And then you care about these kids. Und dann sorgt ihr euch um diese ganzen Kinder, die ihr habt. Your kids. Das sind nicht eure Kinder. Maybe one or two, but not all of them. Vielleicht eins oder zwei, aber ganz bestimmt nicht alle. Because you love them. Und weil ihr sie liebt. Because you love Jesus. Weil ihr Jesus liebt. And those children. Und diese Kinder hier know how to preach the gospel. Wissen, wie sie das Evangelium verkündigen. Better sometimes than the big one. Und zum Teil wissen sie es besser als die Eltern. I thank you with all my heart. Und ich danke euch von ganzem Herzen. To your kids. Gib diese Prinzipien euren Kindern I'm talking to all the church. Und ich rede zu allen in der Gemeinde. Give them the word and they will know where they go. Gib ihnen das Wort und sie werden wissen, wo sie hingehen. They will know what is wrong, what is right. Sie werden wissen, was richtig und was falsch ist. And I wish many more children. Und ich wünsche mir viele, viele Kinder mehr in der Gemeinde, die von euch kommen, von euch, die verheiratet sind, like Maria. So wie Maria, like Mary, Maria, how you want. So wie Maria, Mary, wie auch immer. She said I could not be pregnant because I was never knew a man. Sie sagte, ich kann doch gar nicht schwanger sein, ich habe doch gar keine Ehe. And Joseph was so ashamed of her. Und Josef hat sich geschämt. And we see that the Lord made her pregnant. Und wir können sehen, dass der Herr sich schwanger gemacht hat. But you know, we cannot come and say the Lord made me pregnant. Aber das können wir heute nicht mehr sagen. We know that we are not Maria. Wir wissen, Mary. Dass wir nicht Maria Mary sind. And when we teach our children, und wenn wir unsere Kinder lehren by example and principle, und ihnen gute Beispiele geben und ihnen die Prinzipien Gottes lehren, there will be a joy for you. Dann werden sie für euch eine Freude sein. So it's not too hard if they cry now. Und es ist jetzt nicht zu so schwer, wenn sie jetzt weinen. Let them cry. Lass sie weinen. Because when they grow up, denn wenn sie aufwachsen and them, und du sie nicht lehren würdest, you will cry. Dann würdest du weinen. And we don't want this. Und das wollen wir nicht. We want to have joy in our generation. Wir wollen wirklich Freude haben an uns nachfolgenden Generationen. Thank you. Vielen Dank. Love you. Wir lieben euch. And special thank you all those. I bless you. Und ganz besonderen Dank an alle, die hier vorne stehen. Now, you have planned in your life. Ihr habt Pläne in eurem Leben, das weiß ich. And you are expecting. Und ihr erwartet blessing. Ihr erwartet Segnungen. And you will see what you are sowing in this good soul. Und was ihr in diesen guten Boden hineinseht, you will have good fruits. Daraus werden gute Früchte hervorkommen. Tasting one. Tasting one. Sehr schmackhafte Früchte. And what was bad will go, and what is good is coming. Und was schlecht war, wird vergehen und das Gute wird kommen. I know it. Ich weiß das. Because I live with you. Weil ich für euch bete. And I know those fruits are coming. Und ich weiß, dass diese Früchte hervorkommen werden. Some are very hard when I pray. Einige sind sehr hart, wenn ich I keep on praying. Aber wenn ich fortfahre zu predigen als beten, it becomes soft. Dann wird es weich. And it bring fruits. Und es bringt Früchte hervor. Prayer is very important. Gebet ist so wichtig. And unity too. Und wir brauchen Einheit auch.
Wir lieben euch. Have a wonderful Christmas. Habt eine wunderbare Weihnachtszeit. Hope to see you on Sunday. Und ich hoffe, dass wir uns nächsten Sonntag sehen. And on your Christmas in the morning together. Und wir werden den Weihnachtsmorgen gemeinsam feiern. All the best. Und auch all of you. Für alle von euch. Thank you. Vielen, vielen Dank. Also für alle nochmal, nächsten Sonntag, Weihnachten, werden wir auch einen Gottesdienst hier haben und der wird zur ganz normalen Zeit um 10 Uhr stattfinden. Nur, dass ihr alle Bescheid wisst. So, dann wünsche ich euch jetzt ein ganz tolles gemeinsames Essen. And I wish you a very good food that you have together. Ah ja, ich würde gerne noch beten. And we have good fellowship together and I want to pray for the food. Vater Gott, wir danken dir. Father God, thank you. Für das wunderbare Essen, was hier steht. For the wonderful food that has been prepared and is ready in the bag. Und ich segne es in Jesu Namen. And I bless it in Jesus' name. Und ich danke dir für jeden, der Essen mitgebracht hat. And I thank you for everyone who brought fruit. Und ich segne jeden, der Essen mitgebracht hat in Jesu Namen. And I bless everyone who brought fruit here today in the name of Jesus. Und ich danke dir für diesen Tag. And I thank you for this day. Und das war wirklich dir zu Ehre. It was really to your honor, God. Ich danke dir für die tollen Gespräche, die jetzt stattfinden. I thank you for good talks that we're gonna have. Dass wir uns gegenseitig jetzt ermutigen. That we can encourage one another. Und noch eine tolle Weihnachtszeit zusammen haben. And that we have a great Christmas time together. In Jesu Namen, Amen. In Jesus' name, pray, Amen.